Ja, so, erstmal guten Tacho, Leute. Mal ein etwas anderer Anfang in einem Video. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr gut reingerutscht seid, dass ihr schöne Weihnachten hattet. Ich sitze jetzt hier in unserem, naja, wir sagen dazu Kinderzimmer, wir haben ja noch kein Kind, es ist noch kein Kinderzimmer, aber vorher hatte ich ja solche Aufnahmen im Keller gemacht, in meinem Zockerzimmer, der aber unter Wasser stand sozusagen und immer mehr Feuchtigkeit durchgedrungen ist. Jetzt musste ich mein Setup, meine ganzen Bildschirme, Rechner und alles mögliche, was ich halt zum Streamen und so zum Video bearbeiten brauche, von dem Keller, den ich jetzt die letzten 3 Jahre nutzen konnte, dafür jetzt nach oben in die Wohnung verlagert habe. Deswegen habe ich jetzt die Kameraeinstellung ein bisschen so gemacht, damit man nicht so viel sieht von der ganzen Unordnung hier in dem Raum, weil das hier ist alles andere als wie mein Gamerzimmer, was man so kannte aus meinen Streams. Ich sitze hier gerade aktuell gefesselt quasi an meinen Stuhl. Ich habe heute erstmal die Spritze für meinen Rücken abholen können. Wollte nämlich vorgestern meinen neuen Auspuff zusammen schustern, den ich mir bestellt habe, ein neues Video für euch zu produzieren und natürlich für mich einen neuen Auspuff drunter zu machen. Hat nicht geklappt. Ich habe einmal den Karton in der Hand gehabt und dann hat es einmal Basing gemacht und dann war vorbei. Das heißt, dieses Video wird noch locker, ich sag mal, 1 bis 2 Wochen dann dauern. Wenn ich wieder fit bin, dann baue ich halt weiter und nehme weiter für euch auf. Aber so jetzt in letzter Zeit, kurz vor Weihnachten und so, ich sag mal Dezember, November, Dezember und jetzt, gut, wir haben jetzt ja neu, jetzt ist noch nicht so lange, aber kamen jetzt wenig Videos von mir. Neue Arbeit, neue Arbeitszeiten spielt natürlich eine Rolle. Dann familiäres spielt eine Rolle und es hat viel passiert so in den letzten Monaten. Deswegen hatte ich weniger Zeit, um Videos zu drehen, weniger Zeit zum Fahren, weniger Zeit zum Schrauben. Wenn ich dann mal Zeit hatte, war ich auch, eigentlich war viel am PC, aber habe trotzdem weniger gestreamt. Also auch für die Leute von euch da draußen, die mir auf Twitch folgen, da war ich auch weniger zu sehen oder habe mich weniger sehen lassen. Einfach, weil ich den Kopf einfach nicht dazu hatte. Aber spielt jetzt auch nicht so die Rolle. Neues Jahr und dann soll man auch mal wieder ein bisschen den Staub abklopfen von den Schultern. Ich hoffe, ihr macht das auch. Und dann mal sehen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal so einen Zusammenschnitt von dem letzten Jahr noch hier einfügen. Ich weiß gar nicht, so viele Videos habe ich ja letztes Jahr gar nicht gemacht. Aber werde ich jetzt gleich sehen. Also ich weiß jetzt selber noch nicht, was ich jetzt zusammenschneiden werde. Das werdet ihr jetzt dann quasi sehen gleich. Und ansonsten, was habe ich denn sonst noch so? Ich habe auf Instagram in den letzten Wochen eine Fragerunde gestartet. Ich weiß nicht, die hatte ich hier zwar in den Community-Beiträgen auch gestellt, aber ich glaube, da gucken nicht so viele rein, deswegen auch in diesem Video. Ich hatte vor, mal so ein Frage-Antwort-Video zu gestalten. Ich frage euch, was ihr wissen wollt oder welche Fragen ihr habt, sei es zu meiner Person, zu meinem Projekt oder Projekten, zum Kanal oder was auch immer. Einiges ziehe ich mir dann auch aus den Kommentaren von den vorherigen Videos, weil auch da wurden schon oft Fragen gestellt. Könnt ihr jetzt gerne auch hier machen, unten einfach in der Kommentarfunktion eure Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Wenn nicht, ist auch gut. Ich habe schon richtig, richtig viele gesammelt. Aber dennoch, ich glaube, dass hier die ein oder anderen Zuschauer dabei sind, die nicht auf Instagram sind oder auch gar keinen Bock auf den ganzen anderen Social Media Kram haben und auch vollkommen zu Recht. Auch ich bin da schon manchmal so ein bisschen ausgebrannt, weil mich das einfach nervt, was teilweise auf Instagram passiert. Aber trotzdem ist es für mich ein Sprachrohr für die Leute da, sage ich mal, für die mir zuschauen. Es macht es einfacher. Ist für mich da ein bisschen lästig, dass ich alles doppelt und dreifach machen muss, aber ich habe mir den Brand ausgesucht, also muss ich den auch so ausführen. Deswegen hier auch für euch, wenn ihr Bock auf so ein Frage-Antwort-Video habt, ihr stellt mir die Fragen und ich antworte nur drauf, wenn ich kann. Also es gibt bestimmt auch Themen, auf die ich nicht antworten kann und werde, aber das werde ich dann ja sehen, je nachdem, wenn überhaupt Fragen kommen sollten. Dann könnt ihr das jetzt hier gerne unter diesem Video machen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Ich meine, das ist irgendwie so ein typischer Move, auch so ein bisschen Lückenfüller, sage ich ganz klar. Aber durch die ganzen Fragen, die ich schon bei Instagram bekommen habe, da habe ich eigentlich schon ein ganzes Video gefüllt. Aber ich möchte trotzdem auch hier die Möglichkeit geben, da auch direkt daran teilhaben zu lassen. Und sonst für den Rest, was ich mir so vornehme für dieses Jahr und was alles so kommt, möchte ich natürlich ein Video auf dem Bike machen oder irgendwo auf jeden Fall draußen, wo auch auf das Bike dabei ist. Ne? Also
klassisch, wie man es so von mir kennt. Ja, dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Rückblick hier von 2023. An dieser Stelle nochmal für jeden, der noch zugeschaut hat und so oder neu dazugekommen ist, vielen, vielen Dank für das Jahr 2023. Auch der Ride-Out im letzten war super geil. Ich habe auch schon Datum für den nächsten Ride-Out im Kopf. Der wird aber in den nächsten Wochen veröffentlicht, wenn das alles bei mir auch terminlich so passt. Und ich sage euch schon mal eins, der wird auf jeden Fall früher bekannt gegeben. Und sodass sich auch viele darauf vorbereiten können. Ich hoffe, der Termin passt auch soweit bei vielen. Dann sollte auch schon wieder gutes Wetter sein. Und ja, da werden wir uns dann im Idealfall wieder mit einem großen Haufen treffen, würde ich sagen, Leute. Ja, dann viel Spaß jetzt mit dem kleinen Rückblick. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wenn ich da auf den Boden kriege und wieder an meiner Harley rumschraube. Haut rein, Leute, ich wünsche euch was. Jetzt mal wieder ein neues Video aus der Garage. Wir haben, glaube ich, 5 Grad. Jetzt habe ich zwar die richtige Kamera dabei, ich habe aber mein kleines Handstativ irgendwie nicht gefunden auf die Schnelle. Irgendwo habe ich das nämlich hier hingepackt in der Garage. Hier haben wir die Vans in Heinz. Ich denke mal, damit könnt ihr was anfangen. Diese Super Q Dämpfer-Einsätze. Keine Bedeutung. Erstmal Benzin gucken. Ist auf, off. Muss an. Kamera ging einfach auf, sagte, Batterie wäre leer, aber hat 100%. Nochmal. Choke ziehen, dann, ich glaube, Benzin haben wir auf. Leute, wir sind da. Ich bin da. Wir. Ich, wir. Muss mal gucken jetzt hier, was jetzt hier abgeht. Fast so wie letztes Jahr, Leute. Alles ins Wasser gefallen. Ey, so eine Werkstattküche brauche ich auch in der Garage.
ich bediene mich gleich mal. Ich nehme mal mein Auto. Moment, ich kann ja auch den Hersteller. Servus. Mahlzeit. Na Leute, ein seltener Anblick. Stößchen. Mach mal wieder ein gutes Gesicht. Ich hab gutes, wie sie dann weggehen. Darf ich mal vorstellen, Mr. Brett Pett. Brett Pett jetzt? Brett Pett. Ah, bei Brett Hart. Bei Brett Hart. Ah, okay. Ich wollte mal gucken, wie die Mente hinten ist. Alles drauf. So, alles. Du musst einen Knopf drücken. Und drückst du wieder? Du musst sie auch nicht halten, oder? Weil nee. Die macht ja automatisch mal. Die macht alles. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die. Du kannst sie da unten halten, und trotzdem ist dein Gesicht drauf. Und ja. Echt? Ja. Hier. Guck hier mit Tickern. Ja, super. Eine kleine Abschiedsfahrt. Eine Abschiedsfahrt von Carrie, von dem Eisenschwein, die mir da viel Spaß, viel Nerven, einige Videos und so weiter und auch einige Abonnenten hier auf dem Kanal gebracht hat. Und ich bin das letzte Mal das Motorrad hier gefahren an dem Tag meiner Hochzeit. Das ist der 3. September gewesen. Und ich habe zwischenzeitlich nur einmal die Batterie am Ladegerät gehabt und sie ist trotzdem angesprungen. Ja, da ist sie doch. Da ist sie doch, die Bank. Machen wir es so, damit wir das Motorrad auch schön sehen können. Scorbys Zwischenmenschliches, würde ich es jetzt mal nennen. Zum Beispiel Thema Neid oder jemanden etwas nicht gönnen, schlecht machen und so weiter. Ich habe bis jetzt Glück, dass ich auf meinem YouTube, also hier mit euch, da recht Glück habe. Also ihr kennt doch so Leute, ihr wart befreundet oder, ich sag jetzt einfach mal, ihr wart befreundet oder lange befreundet und gute Freunde, und dann kommt ein doofer Streit, der auch nicht hätte sein müssen, und dann geht man, ich sag mal, vorerst getrennte Wege oder für immer, keine Ahnung, spielt ja jetzt mal keine Rolle. Das ist auf jeden Fall so in der Anfangszeit. Und man begegnet sich
Und der Gegenüber entwickelt dann so eine Art Kopftourette. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Wenn der merkt, ihr seid in der Nähe oder so, dann bewegen die Menschen immer den Kopf so komisch und die Haare wackeln dann so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe es Kopftourette genannt. Ja, genau das haben die Menschen. Wenn sich durch dein Lebensstil natürlich der ein oder andere Kontakt entfernt oder wegkristallisiert, dann wird es natürlich auch in deinem Interesse so gewesen sein, dass du darauf spekuliert hast und der Gegenüber muss damit dann einfach leben und fertig, Ende. Und ich bin da aber auch jemand, ich bin dann einfach fein damit, ich heule da nicht hinterher, ganz im Gegenteil. Ich habe genug Freunde, wenn ich das mal so betrachte. Ist natürlich trotzdem immer schade, also soll sich jetzt nicht so übelst hart anhören, wie ich das hier so rausposaune. Ich glaube, jeder Mensch ist dann anfangs betroffen. Der eine ist dann aber geknickt für sein Leben, der andere, so wie ich, lebt damit dann einfach und denkt sich, jo, scheiß drauf, dann ist das so. Und ja, mal gucken hier. Bin mal gespannt sowieso mit den Tankstellen. Aber so eine lange Fahrt habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Gerade so in die Richtung. Aber ist ja egal. Ich glaube, die Halle wird schon nicht verdursten. Benzinpreise, die werden auch immer mehr. Für 80 Kilometer müssten das sein. Und jetzt kommt ja auch noch ein Tunnel. 1,7 Kilometer. Boah, jetzt wird mir kalt da drin. Hundertprozentig ist es arschkalt da drin. Und? Oh, meine Beine vibrieren jetzt schon. Oder die zittern. Oh, es ist kalt hier. Ey, aber der Sound. Das hört sich gut an hier. Das ist ja wieder runter. Ja, alles gut. Nee, wir sind nicht. Ach du oben. Scheiße, was wir ist das? Ganz oben. Jetzt war's. Ich brauche jetzt mal Zeit. Ich habe Angst. Ich habe fürchterlich Angst. Mensch, sind dir doch nicht die Spannung. Welche Spannung? Ich traue mich ja noch nicht mal hier drüber zu gucken. Jetzt siehst du die Felder, was ich mache. Sind wir noch? Ja, genau. Das ist das Feld. Die zwei Grünen. Das machen sie auch manchmal mit. Ich sehe hier nur potenzielle Todesgefahren. Ich sehe keine Felder, ich sehe hier gar nichts mehr. Ja, guck mal genau hin, du siehst. Ja, wir warten noch. Ja, ich hab Angst. Ach du Scheiße. So. So, jetzt muss der Helikopter rufen, ich komme nicht mehr runter. Alles gut, Mann. Boah, hier ist auch noch Glas auf dem Boden. Weimar. Auch Richtung Süd. Süd, Südost. Auf damit! Da bin ich, ne Mimi. So, was haben wir hier? Sangerhausen, ne? Genau, Sangerhausen, Halle. Ich kann es gleich auch in eine Halle schieben. Von wegen, Skorpedius am Kripphäuser, sondern Skorpedius in Gefahr. Und die hier? Hör auf! Früher hier komplett. Boah, habt ihr das gesehen? Ah, Flossen eingeklemmt. Thank you.
Den Platz hier hatte ich mir sogar ausgesucht. Boah, ist das eine geile Heritage. Leck mich am Arsch, Leute. Ziemlich geil. Da sind die zwei alten Herren. Geil. So. Wir sehen uns gleich. Ja, doch, und die hat schon, doch, man merkt es, die hat schon ein bisschen mehr Wumms als meine. Ist jetzt aber nicht so, dass ich nur wegen den Wumms etwas anderes haben
müsste. Ganz im, das im Gegenteil. Ja, das mit dem Tempomat habe ich auch drauf. Was ich nicht geschafft habe, ist hier irgendwie das Gebimmel auszumachen. Ah, ich habe es rausgefunden. Okay, wir machen mal laut. Ey, ey, könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Was denn? Ist das irgendein Scheiß, aber ich höre Musik. Hört ihr das auch? Tempomat und Musik können. Jetzt fehlt nur der Kühlschrank mit dem Bier hier. Ist da ein Fach für Bier? Wie toll! Na komm, mach mal leise hier. Das ist ja peinlich, die Musik. Ey, aber... Hä, was ist das denn? Über Rot gefahren, du hast mich fast mitgenommen. Ganz grünes Gelb. Definitiv nein. Ah ja. Ich hab's auf Kamera, ne? Wie grün-gelb bei dir das war. Du wurdest nicht mit Liebe gemacht. So, tatsächlich Video Nummer 3. Am gleichen Tag baller ich jetzt 3 Videos durch. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gekonnt. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Erstmal guten Tacho, Leute. Ich bin schon ganz durcheinander hier, ey. Warum bremst der ab und lässt den nicht rüber? Da kriege ich schon wieder einen Anfall, weißt du das? Oder was heißt mein Hauptbaby? Viel geiler wäre, wenn ich beides kombinieren könnte. Das wäre noch viel, viel geiler. Das wäre richtig geil. Aber wie gesagt, ich habe da auch keine Eile oder gar keinen Plan. Ich hätte, das sage ich ganz frei weg, ich hätte da ein paar Jungs, wo ich beitreten könnte, und die Frage war auch schon im Raum und ich habe auch nicht verneint. Jetzt kam erstmal nur der neue Job. Ich muss jetzt selber erstmal gucken, wie komme ich damit zurecht. Komm, grüßen wir mal einen Polizisten. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Der grüßt auch. Ey, das ist erst ungelogen, Leute. Es ist das allererste Mal, dass ich einen Polizisten gegrüßt habe. Könnte mal, die Polizisten könnten mal ihre Warnwestenkleidung wettmachen. Die können mal richtige Kunden tragen. Ich laber wieder nur Scheiße, Leute. Aber egal. Ich fahre jetzt ja ein Jahr Harley. Jetzt ist sogar ein bisschen länger als ein Jahr. Aber dennoch, keine Ahnung, da spielt schon im Kopf der Name Harley Davidson eine ganz große Rolle. Und das sage ich auch bewusst so, dass es im Kopf eine sehr große Rolle spielt. Denn es hat bis jetzt keine Marke, kein Hersteller so, keine Ahnung, also die Leute so bewegt. Ob man es jetzt verstehen kann oder nicht, ne, spielt auch keine Rolle. Aber auch qualitativ her war Harley nie auf dem obersten Podest. Aber dennoch, mit dem Spirit, dem Lifestyle, den Harley Davidson irgendwie immer geschafft hat, aufrecht zu erhalten, dieses Freiheitsgefühl, gerade so in Amerika und was hier dann so rübergeschwappt ist und in anderen Teilen auf der Welt. Und das hat keine andere Marke geschafft und ich konnte es auch nie verstehen. Ich habe so oft gesagt, ich so, nur weil da Harley draufsteht, ja, was soll denn da so toll sein? Wisst ihr noch, wo ich dann damals bei Thunderbike war und mir die 48, ja, die bin ich ja dann gefahren und dann habe ich danach auch so eine Street Bob oder auf jeden Fall auch so ein Software-Modell da damals gesehen. Der Hund wollte mich angreifen. Ey, ist der verrückt oder was? Auf jeden Fall nur Schweißnähte begutachtet. Ich habe mir nur die Schweißnähte an den Tank angeguckt und da habe ich mir gedacht, Alter, so was kannst du dir eigentlich nicht, das kannst du doch niemandem zumuten für so viel Geld.
solche Sachen, und das sage ich auch heute noch, aber sobald du hier drauf sitzt und fährst und das einfach spürst, Leute, für die, die sowas noch nie gefahren sind, ihr müsst das einfach mal machen. Das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl. Und ich bin auch mittlerweile so auf Landstraße, ich fahre 90. Ist mir scheißegal, ob da 100 erlaubt ist oder nicht oder keine Ahnung. Einfach, weil das der gemütlichste Ton von dem Motor ist, der gemütlichste Vibrations-, ja, weiß ich nicht, Modus, den du dann in deinem Körper spürst. Und ich brauche dieses ganze Rumgeballer gar nicht mehr. Und irgendwie ist das so ein, ja, jetzt, wo ich sagen will, entschleunigen, stehe ich hier wieder im Stau. Ja, leck mich doch komplett am Arsch hier. Ja, Skorpedo ist wieder bei Thunderbike. Ich glaube, ein bisschen bin ich gerade gerutscht hin. Egal, Leute. So, in diesem Sinne, bei Thunderbike beende ich das Video. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Müll erzählt, aber vielleicht könnt ihr das genauso fühlen wie ich. Und da ist ja schon der erste Verbrecher. Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video.